Die letzten anderthalb Jahre haben uns gezeigt, wie wichtig Gesundheit und Freiheit für uns sind. Beides ist nicht selbstverständlich. Und gleichzeitig habe ich mitbekommen, welch große Last auf der Pflege und auf dem ärztlichen Personal lag. Und auch wenn wir Corona geschafft haben, dürfen wir die Heldinnen und Helden der Krise nicht vergessen. Aber auch ganz privat kann jeder seine eigene Geschichte erzählen. Mir hat das Studentenleben schon gefehlt. Lernen fürs Studium ganz alleine zu Hause. Keine Ablenkung zwischen den Klausuren. Ich glaube, jetzt muss mal an die junge Generation gedacht werden. Natürlich mache ich mir Gedanken um meine Heimat und die Welt in 50 Jahren. Aber wir arbeiten jeden Tag dafür, dass die Zukunft in unserem Land so lebenswert ist wie heute. Da ist Nachhaltigkeit für mich nicht nur Theorie. Für viele kommt der Strom einfach aus der Steckdose. Aber aus meinem Alltag als Elektroniker weiß ich um die großen Herausforderungen des steigenden Energiebedarfs. Deshalb spezialisieren wir uns in unserem Familienbetrieb inzwischen immer mehr auf erneuerbare Energien. Und während viele über Umweltpolitik diskutieren, machen meine Kollegen und ich jeden Monat viele Haushalte und unser Land umweltfreundlicher. Denn der beste Klimaschutz ist der, der auch funktioniert. Nur mit moderner Bildung kann Aufstieg für Schülerinnen und Schüler wirklich gelingen. Für die kommenden Generationen ist die Digitalisierung in vielen Lebensbereichen selbstverständlich. Das muss auch noch mehr in den Schulen und Unis ankommen. Generell wünsche ich mir noch mehr Erfindergeist. Deutschland ist doch das Land der Tüftler. Wir brauchen den Kraftstoff der Zukunft ohne fossile Brennstoffe, den Impfstoff gegen Krebs, den Hyperloop statt der Diesellok. Und vielleicht kommt der nächste Nobelpreisträger ja aus meinem Klassenzimmer. Gemeinsam machen wir Deutschland zum Aufstiegsland. Das gelingt nur, wenn wir die Ärmel hochkrempeln, unsere Ideen und Träume wahr werden lassen. Deshalb setzen wir auf Klimaschutz durch Innovationen made in Germany. Starke Impulse für Familien und Kinder mit bester Bildung, die Entlastung der Mitte sowie ein klares Bekenntnis zu einem starken Deutschland in Europa. Wir reden die nächsten Krisen nicht herbei, nehmen Herausforderungen aber ernst und spielen Gesellschaftsteile nicht gegeneinander aus. Wir sind davon überzeugt, dass Schwarz-Rot-Gold auch für unsere und kommende Generationen mit Mut, Optimismus, Freiheit, Eigenverantwortung und Gemeinsinn für eine starke Zukunft stehen kann. Wir sind die Generation Zukunft. Wir packen gemeinsam an. Für dich, für uns, für Deutschland.